Gute. So, jeder mal ein kleiner Clip. Ich habe das Ding jetzt schon mal so einigermaßen zusammengebastelt, geklöppelt, geschraubt, gesät, geschnitten, ja, wie auch immer man das nennen mag. Ich muss euch hier mal das Gehege tragen. So, wie sieht es aus? Also, so sieht es jetzt aus. Ich muss den rechten Teil allerdings dann, das ist jetzt erstmal nur so grob, noch ein bisschen anpassen und wahrscheinlich ein bisschen ablassen, weil die ist 33 cm, 33,7, da kannst du es genau nachmessen. Ich habe sie ja nicht da, die Säge. Ja. Ohne drunter kommt noch ein Brett, aber drunter, also ohne die Säge kommt ein Brett, damit das alles vernünftig aussieht. Hier unten kommt ein Boden rein, ja. Und dann kommen zwei Türen dran, damit da die Absaugung drin erfolgt. Ja, also mit Schlauch und allem Zip und Zap und Pro und wie auch immer. Und dann denke ich mal, nimmt es auch so langsam, ich würde die auch hier relativ bündig stellen, damit ich eine relativ breite Auslege habe. Und hier mir dann unter Umständen an die Seite noch den Schiebeschlitten dran schrauben kann. Ja. Da gibt es nichts zu kaufen, da muss man was bauen. Ich lasse mir da was einfallen. Ich habe ja neulich erst gesagt, dass es da so einen schlauen Mann gibt, der, wenn ich hier schlauer Mann gibt, der da schon mal was gebastelt hat. Und mal gucken, ob ich mal da irgendwie ein Schränkchen mal kann mit irgendwas dran, dass ich dann die Ecke schieben kann, bei Bedarf dran setze, wie auch immer. Also guck ich mal. Man ist ja flexibel. Ne? Ist ja mein zweiter Vorname. Ja, das war es erstmal so ganz kurz. Ja, also es nimmt hier voran. Ne? Es geht voran. Jetzt muss nur doch irgendwann jeweils sich bemühen, das Ding hier runterzubringen. Ne? Eine Kollegin da aus dem YouTube, die hat geschrieben, sie hätte ihre auch bestellt und die Aussage von ihrem Dewalt-Händler wäre gewesen, irgendein ausländischer Wiederverkäufer hätte auch 100 Stück bestellt. Ich weiß nicht, was das Problem ist bei Dewalt, die haben ja Namen. Da 100, so sehe ich da irgendwo nach Timbuktu zu schiffen oder zu fahren oder wie auch immer. Und weiß, ey, kriegen sie nicht zu mir haben. Das ist natürlich schlecht. Ja. Ist kein gutes Bild, was sie da, was da gerade passiert. Ja. Und wie gesagt, man kann alles auf Corona schieben. Die Wirtschaft muss hier weitergehen und bei Dewalt mit Sicherheit auch. Die haben mit Sicherheit mehr als ich Angestellte. Und von daher, jo, sollen sie mal in die Pötte kommen und ihren Kram verkaufen. Das machen andere auch. Ja. Na gut, also das war's erst mal. Soweit sieht's aus. Ich Quatsch. Jetzt morgen früh nicht direkt. Aber noch ein Frühstück vielleicht. Wenn ich hier runtergehen, mal gucken, dass ich es anpasse. Ich habe noch ein paar Bretter, die ich da reinschneiden kann für unten. Ich bin da sehr zuversichtlich. Aber ihr kennt mich, ihr wisst ja, wie ich da bin, was das betrifft. Okay, meldet mich ab, wünsche euch schöne Weihnachten. Bis dann. Ciao.